Gruppenbild mit Tiefseefisch. Beim Schnorcheln vor der Küste Kaliforniens hat eine Meereswissenschaftlerin diesen rund 5 Meter langen sogenannten Riemenfisch entdeckt und an Land gezogen. Studenten des nahegelegenen Catalina Island Marine Institutes konnten den seltenen Fund nun genau inspizieren. Eine einmalige Gelegenheit, denn Riemenfische tauchen eigentlich in rund 1000 Metern Tiefe und werden nur sehr selten gesichtet. Vermutlich starb das Tier eines natürlichen Todes. Zur weiteren Untersuchung haben die Forscher nun Gewebeproben und Videoaufnahmen an die Universität von Kalifornien geschickt.